Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Nintendo Switch. Wir befinden uns Anno Londo und gehen jetzt diese Treppe rauf. Als andere haben wir hier sozusagen leicht, hoffe ich zumindest, leicht abgehakt. Aber das Schild voraus, denn wir wissen ja, alles ein jähes, schnelles Ende hier. Okay, hier nicht. Runter. Sehe ich aber auch keinen Gegner irgendwo. Da unten steht so ein großer Typ. Den haben wir schon gehabt. Wer? Aber die hauen mächtig Schaden raus. Gehen wir erstmal nach oben. Hier irgendwas ist. Ja, ich weiß, ich bin paranoid, aber ich denke mir immer, irgendwo muss doch noch ein Geheimweg sein. In letzter Zeit bin ich ganz gut darin, die zu finden. Hier ist wieder ein Fenster auf. Das heißt, man kann aber schon wieder raus. Wie schon in der Kathedrale, da konnte man ja rein. Oh, wir gehen einmal hier rum erstmal. Okay, hier geht es von der anderen Seite runter. Hier geht es auch noch runter. Okay, jetzt wird's spannend. Also. Keine Ahnung, wo wir hier sind, und das ist auch riesig, das Gebiet. Denn da? Ein weiterer Schmied? Oh ja. Okay, was kann er machen? Zack, zack. Okay, das haben wir alles nicht, aber wir könnten den Speer auf 160 machen. Aber wollen wir jetzt gar nicht. Was denn noch? Waffe verstärken. Ich habe meins gerade verstärkt sozusagen. Aber vielleicht kann er mein Hellbade. Crystal Hellbade. Ah, kann man auch nicht. Dagol Hellbade. Mein Schild. Da. Das können wir ein bisschen verstärken. Dunkel Titanit. Machen wir vorbei. M. Rüstung verstärken. Ich glaube, da habe ich nichts mehr, was man machen kann. Ausrüstung reparieren? Gerne. Was kann ich denn bei dir kaufen? Kleine Scherbe, große Scherbe, grüne Scherbe, Funkeltitanit. 8000 kostet das. Sonst nicht verstärkte Waffen plus 5. Große Standard plus 10. Wir können Gott sei Dank Pfeile kaufen, das machen wir. Oh, hier gibt es Drachentöterpfeil, Mondlichtpfeil, Standardpfeil. So, wir kaufen auf jeden Fall mal Federpfeil. Sehr schön. Scharfschützenbolzen. Also hier sind auf jeden Fall richtig viele Drachentöterpfeil. Und 100 Schaden raus. Vielleicht wenn wir die 60er mit, glaube ich. Oder den Federpfeil, ist das eigentlich egal? Wir nehmen die mit. Brauchen wir ein paar? Warte. Okay. Warte mal, eigentlich brauchen wir nur die normalen Pfeile, weil ich glaube. Drachenjagd, die eisernen Speeren, den Adler. Wir nehmen den Standardpfeil. Brauchen wir ein paar von? Da habe ich keine, kaum noch welche. Und welche gebrauchen? So, jetzt haben wir wieder genug Pfeile. Oh, warte, ich wollte gucken, was du noch hast. Zack. Riesenhelm, Riesenrüstung, Riesengamaschen. Pfeile haben wir. Riesenschild, Riesenhellbade, brauchen wir nicht. Okay, ich muss auch mal kurz gucken, wie ich meine Waffe verstärken kann. Bitte, was brauche ich denn dafür? Dunkeltitanit, das ist meine Waffe. Nee, das ist nicht meine Waffe. Das ist hierfür. Dämonen-Titanit, okay. Aber das kann er nicht? Wieso kann er das nicht? Oh. Ich hab nur. Hat er da nicht zum Verkauf, ne? Nee.
hat er nicht. Können wir gut vorstellen. Ja. Und dann haben wir hier Alpha mit. Nein. Rüstung, nein. Ja. Ja, ist gut. Okay, hier draußen sind Leute, die müssen wir, glaube ich, killen. Der ist so dumm. Bringen wir noch schnell was hier? Aber warte. Sehr gut. Bin gespannt. Da hinten lädt es auch noch einer. Hinten ist auch noch einer. Hier irgendwas, wo man runter konnte. Nee, aber ich bin auf der anderen Seite von diesem Ding, glaube ich, jetzt, ne? Kann das sein? Genau. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Kriegen trotzdem mal was. Die Abkürzung machen wir gleich auf hier. Jetzt müssen wir uns den da unten kümmern. Da rechts. Da ist noch einer, sehe ich gerade. Gut, dann kommt der erst hoch zu mir hier. Lockt der einer mit oder kommt er alleine? Er kommt alleine. Hier, ich nicht zu packen. Na ja. Ah, verdammt, Dachs. Aber jetzt können wir auf jeden Fall das Tür hier auf, Türchen hier aufmachen. Das machen wir jetzt gleich mal schon. Vielleicht, da steht er noch, aber jetzt haben wir die Tür auf, das ist schon mal gut. Wir uns noch den letzten da unten. So, komm mal her. Grauer Brocken, sehr gut. Noch mal einen Weg, so längs. Essen noch. Noch nicht, aber. Ja. Sieht immer so aus, ne? Dass man dagegen hauen kann, dann passiert irgendwas, aber jetzt anscheinend passiert da gar nichts. Drüben auf der Seite. Auch nichts. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Wir haben die ein bisschen eingebüßt jetzt gerade, ein bisschen eben. Auch nichts. So, hier können wir jetzt wieder durchgehen. Und dichter dran am irgend so einem Leuchtfeuer. Hier ist der Schmied. Hier. Mann. Gut, also haben wir noch einen Schmied gefunden. Das ist natürlich nicht schlecht. Und ich habe wieder schön viele Pfeile. Das freue ich mich am meisten drüber. So, viel mehr gab es hier auch nicht zu entdecken. Kommen wir hier runter. Da steht so ein... Da? Okay. Gegenstand?
Ach, ein Töterpfeil. Okay, können wir die mal ausprobieren? Vielleicht? Nee. Geht was? Hier auch hin? Rufsymbol, okay. Aber sollen wir den rufen gegen den hier? Scheiße, kommt der hier hoch? Gut. Okay. Kann mich dann ganz gut locker treffen hier. Ja, zwei sogar. Da wollte ich gar nicht runter. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Boah. Trinken. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Okay. Boah, der kriegt hier voll durch. Wir rennen da wieder hoch. Vielleicht hauen sie, lassen sie den ab von uns. Kann ich auf den raufspringen von hier? Kann ich anscheinend nicht, ne? Oben, kriege ich von oben nicht so eine geile Dings verpassen. Weg. Eine zumindest. Ja, komm du auch mal hierher. Dann springen wir auf den oben drauf. Wer ist mal dumm? Oh ne. Darf echt nicht. Dann wieder hoch. Also hier sind wir wieder der nächste Boss, davon gehe ich hundertprozentig aus. Und jetzt müssen wir erstmal wieder zu unseren. Aber die Eier. Nun. Oh, bleib doch mal stehen. So. Super. Gutes oder schlechtes? Wir können gar nichts machen, weil ich glaube, da können wir so, sonst noch so viel machen. Da können wir nichts legen da drin. Wir haben leider noch so viel. Ist noch was da unten? Hab ich nicht gesehen. Ja, da ist da noch so eine riesen Tür, die öffnen. Weil ich sehe, da hinten ist so ein Mechanismus. Oder? Ha. Okay, da kommen jetzt 3 Millionen Tiere rein.
Okay, das ist natürlich total cool, denn wir können loslaufen direkt zu unseren Feuerbannschrein. Durch ein langer Weg, aber wir haben dann alle unsere Sachen wieder. Das ist cool. Das ist sogar sehr cool. Das machen wir. Obwohl hier unten, wenn ich hier runterlaufe, kommen wir da auch hin, ne? Ist ja nicht hier unten auch so ein Schrein gewesen? Könnt ihr auch nehmen. Ich weiß es nicht mehr. Nee, der war hier nicht. Naja, wir können auch geradeaus rüberlaufen. Ist ja egal. Ich glaube, der Weg ist der gleiche. Von beiden, ne? Wohl der andere, da müssen wir mit dem Fahrstuhl nochmal hoch. Und hier könnten wir direkt runtergehen. Wer jetzt kürzer ist, weiß ich nicht. Okay, dann pass auf, wir lassen uns den unteren nehmen. Weiß ich nicht, was kürzer ist. Ich nehme, laufen jetzt einfach dahin. Ich habe keine Lust, dieses Dinge mal in Bewegung zu setzen. Wir laufen jetzt da hinten hin. Müssen wir zwar einmal da hoch und dann wieder runter. Aber was ist das denn? Gegner müssen wir so oder so töten. Kommen wir eh nicht drum rum. Aber ich konnte sehen, ich kann mir jemanden zur Hilfe rufen. Das ist ja dieser Solaire. Und den holen wir uns, glaube ich, auch zur Hilfe. Kann nicht schaden, einem Boss entgegenzutreten. Mit Hilfe. Sehr cool. Noch nicht so weit, der Weg. Da fünf oder 2 Minuten. So. Zehn Flakons reichen bestimmt auch. Und keine Lust, so viel zu verlieren. Gucken wir mal, ob wir hier aufsteigen können. Wenn wir nicht. Können wir aber vielleicht, wenn wir hier nochmal ein, zwei killen. Das machen wir einfach mal. Hier links und rechts einmal killen. Dann müssen wir eigentlich genug Seelen farmen, um einen aufzusteigen. Und dann würde ich nicht so viele Seelen verlieren beim Boss, wenn ich sterbe. Wenn es klappt. Viel Schaden, ne? Je dichter man kommt, desto besser ein Schaden macht er, ne? Nur nicht, wie dicht ich hinkommen kann, aber egal. Okay. Was war's mit dichten Schaden? Eieiei. Boah. Komm echt nicht hinter die Leute hier.
Oh. Okay, jetzt hat er mich getroffen. Nein. Müsste ganz geil eine Stelle geben, wo man die Sachen gut verkaufen könnte. Aber wir suchen noch schnell die anderen beiden. Dann geht's zum Boss. Man will ja auch nicht beide anlocken, beziehungsweise beide gleichzeitig aufnehmen. Mal kurz mal was. Dann holen wir uns dann so. Meine Po! Wie viel brauche ich überhaupt, um aufzusteigen? Seelen, was sehen hier? Nee. Na gut, holen wir den auch machen. Rein hier. Ich glaube, es reicht nicht mal, aber wir testen es mal. Zur Not müssen wir noch einen killen. Ich weiß nicht, wie viel haben. Ich glaube, 44.000 sollten wir haben. Ich weiß es aber nicht mehr genau. So, ein bisschen langweilig, das Farmen zuzugucken, gebe ich zu. Aber nicht, dass mir irgendwas Unerwartetes passiert. Dabei seid. Können wir aufsteigen? Genau, einmal können wir aufsteigen. Und dann nehmen wir, glaube ich, Stärke. Wirklichkeit. Nehmen wir die Beweglichkeit. Achso. So. Zack. Und jetzt können wir direkt zum Boss rennen. Ich bin gespannt, wie der drauf ist. So. Gehen wir den erst alleine an oder gehen wir den direkt mit dem Partner an? Das ist die Frage. Ich weiß auch nicht, was für ein Boss das ist. Fahrstuhl. Man kann sich natürlich einmal alleine angucken, um zu sehen, wie der aussieht, was man da machen soll, wie der drauf ist. Und dann. So, dann nehmen wir den Solaire das nächste Mal bei der nächsten Runde mit. So machen wir es. Wir gehen erst alleine rein und dann. Wissen wir jemand vor, dass ich immer nur den einfachen Weg gehe. Ah, ich mach's schon. Gebe ich zu. Trotzdem. So viele Sachen haben wir noch nicht dabei. Das heißt, wenn wir sterben sollten,
Die 1000 Seelen kann ich noch knapp verzichten. Mal gespannt. Wir müssen natürlich aufpassen, das sind natürlich diese blöden großen Wächter. Da können wir, glaube ich, uns nicht dran vorbeischleichen. Aber das werden wir jetzt ganz einfach. Okay. Doch, mich nicht dran. Ich dachte, ich wäre nicht so dicht dran gewesen. Okay, du hast mich erwischt. Du gibst dir zu, du bist ein starker Fuchs. Das war natürlich ärgerlich. So, komm mal her. Ran da. Ach, verdammt. Bayern den Hacken. Blöd. Nicht geplant. Ach, verdammt. Nicht dran. Ich glaube, wir laufen mal schon mal runter. Die sind ja nicht so schnell. Heilen uns mal. Nochmal zurückgehen wieder. Ah. Wie trotzdem ein kleines Treiben zum Boss reinzukommen. So. Oh. Nein! Oh. Kommt, dann ist gut. Hier ist Blatt. Okay. So. Blöder Hühne, dann komm mal her. Gut, den nächsten, der steht ja mit dem Rücken zu uns. Heißt, wir können den auf jeden Fall anlocken, so. Kommt bestimmt nicht daran gehen. Ich mache nur einen so kalt, damit wir den anderen... Okay, dauert ein bisschen. Gut. Fragen, da oben sind diese eine Ritter da. Frage, wie wir das jetzt am besten machen. Ist hier auch noch. Mal wohl lieber an. Wieso kommen die eigentlich nicht, wenn man die anschießt?
Na gut. So schnell kalt. Dann holen wir den Ritter oben auch nochmal runter. Ja, ob wir den brauchen, aber. Ups. Ja, ich gedacht, dass er sein Ding da schießen kann. Ah, war klar. So. Rutsch. Nein. Jetzt. Heilen. So, jetzt gehen wir den Boss so an. Gucken mal, wie der aussieht. Ach, wenn es nicht klappt, dann nehmen wir den anderen Typen dazu. Ein grauer Brocken. Echt. Wenn überhaupt der Boss ist hier hinter, man weiß es ja nicht. Aber ich gehe da fast davon aus. Okay. Hey, der hat ein Gehänge, wa? Der hat mal ein Gehänge. Okay, da ist noch jemand. Okay, es sind zwei. Wie nett. Weg da. Oh. Kann ich gar nicht sehen. Okay, wir müssen gucken, wie wir ihn hier wieder überlisten. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen irgendwie. Fies, zwei auf einmal. Kann man sagen. Oh. Weg. Oh, okay. Das war nichts mit schnell weg. Ah, oh, von der Seite. Okay. Und trotzdem mal wieder was. Ich hab ein bisschen Angst, dass die mich. Okay, der haut ganz schön meine Ausdauer weg. Okay. Aber da haut auch die ganzen Felsen weg hier, der Typ. Boah. Oh oh. Jetzt eng. Okay, jetzt wird's richtig eng. Was? Boah, er ist weg. Und noch ihn hier. Oh oh. Okay, da ist immer noch einer übrig. Was ist denn jetzt? Nein, er belebt ihn wieder.
oder? Scheiße. Okay, er ist ein bisschen größer geworden. Scheiße. Okay. Schön anzunehmen. Oh, okay, muss man auch haben. Das haben wir schnell. Alter. Oh, ne. Okay. Wir müssen ihn irgendwie aufhalten. Und wir blitzen, das ist ein bisschen blöd. Wir müssen an ihn ran. Okay. Jetzt aber. Oh nein! Okay, das mag ich gar nicht. Spacko, was macht er mit dir? Hat aber auch eine fette Lanze. Okay. Weg hier. Ja. Wie kann das denn machen? Oh nein, ich muss doch rollen, wenn das kommt, glaube ich. Das ist nichts. Okay, ich bin jetzt eh tot. Okay, das war's. Wow, wow, wow. Doch, der ist schon... Was passiert denn, wenn man als erstes den Drachentöter Ornstein tötet? Kann ich das auch machen? Sollen wir mal probieren, dass wir erst den Drachentöter töten und dann den fetten Wanz. Vielleicht bringt das was. Gut, gut. Dann laufen wir nochmal dahin. Ah, schon ganz cool. Wo wird denn der fette Wanz zu dem Typen? Man weiß es nicht. Aber vielleicht können wir den anderen ja auch erst das töten, man weiß es nicht. Probieren wir es mal aus. Wir töten erst den einen. Und dann den anderen. Boah, das war es aber schon. Und dann muss man auch noch 4 harte Gegner vorab töten. Das nervt am meisten, finde ich. Stimmt, das nervt am meisten. Der Weg dahin, ne? Naja. Wir probieren es jetzt nochmal. Kann man eigentlich direkt zu ihm reinrennen? Und kommen die anderen denn hinterher, die anderen Leute? Oder muss ich die jetzt alle killen, da diese Berserker? Und wenn ich da reinrenne, bleiben die denn draußen oder kommen die mit rein, die 4 Wächter hier draußen? Ich könnte auch dran vorbeirennen. Durchs Tor schreiten da. Jetzt ist das Tor ja offen, ne? Und die denn hinterher? Das wäre natürlich sehr nervig. Wollen wir es mal ausprobieren? Machen wir mal. Hinterherkommen, aber ich glaube einfach mal nicht. Ah, okay. Das ist ein bisschen blöd gewesen. So, lassen wir kurz unsere Sachen hier.
okay, ich wollte dich erst jetzt sprechen. Mal kurz hier rüberlaufen und mich ein bisschen heilen. Okay, hat er mich getroffen ein bisschen? War nichts? Ich werde es erst da hinten haben. Oh Mann. Okay, wir sind natürlich immer ein bisschen höher. Ja, ja, ich weiß. Okay, jetzt wird's eng. Ah, ist das zu eng gewesen? Ah, hätte mich mal interessiert, was passiert, wenn ich jetzt erst den Drachentöter töte. So. Kann möglich sein, den als erstes zu töten. Wir probieren es noch einmal. Und wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Wenn es klappt, wäre es schon ganz cool. Aber wir probieren es noch einmal. Und dann mache ich eine ganze Folge, wo wir nur versuchen, den Boss zu legen. Das wird einfach reichen. Theoretisch kann man, also man kann auf jeden Fall vorbeirennen einfach, die Leute. Dann müssen wir nicht die ganzen Typen da noch killen, das nervt ja auch. Ist auf jeden Fall schneller und einfacher. So, laufen wir los. Ah, es ist ein bisschen weit zu laufen immer so, aber geht auch. Lässt sich aushalten. Dort hoch müssen wir auch nochmal. Oh, ich bin echt bald erwischt. Meine. Wo hat er her? Und rein. Alter, ich hab meinen Schutzschild hochgehalten. So, wollen wir erstmal das Arm hier holen? Oh. Dass ich das Schutzschild gerade oben hatte. Ach, verdammt. Jetzt er doch tot. Was sieht man, wenn ihn gekillt als erstes? Würde mich interessieren. Oder ist das der Dicke, der durchdreht? Der Matsch steht nochmal richtig tot. Oh nein, das kriegt er wahrscheinlich in der Power, ne? Oh. Ist er. Das ist die Frage, wen man wahrscheinlich lieber hätte. Als Gegner zum Schluss.
versuche mal ihn zu umrunden hier. Alter Verwalter. Oh Mann. Das ist auch echt beschissen. Boah, das ist doch echt nicht normal. Guck ihn an, der ist ja nur auf mir dran. Okay. Gut. Ein schwacher Trost. Es ist echt ein Spacken. Also jetzt, wenn er mutiert, ist er wirklich nervig. Da muss man besser rumkommen. Weiß nicht, welcher jetzt wichtiger ist. Aber wir machen es einfach ganz einfach. Wir holen uns jetzt Solaris dazu. Machen es dann. Gucken, ob der ihn vielleicht ein, zwei ablenken könnte. Wir müssen ja auch nur einen killen. Jetzt ist die Frage, welchen wir jetzt zum Schluss haben wollen. Das ist mir eigentlich total schnuppe, muss ich zugeben. Aber dafür müssen wir natürlich die ganzen Bosse jetzt draußen, die ganzen blöden Gegner draußen killen. Denn die würden ja uns im Weg sein. Was kriegen wir hin? So, auf jeden Fall ein ziemlich fetter Kampf. Ziemlich cool. Beiden sehen auch richtig cool aus, finde ich. Muss mal sagen. Da kommt wieder so ein bisschen dieses... Nicht... Japanische. Ich glaube, es sind Japaner, die ist From Software, ist glaube ich Japan, oder? Und irgendwie so ein bisschen durch. Bin gespannt. Okay, müssen wir jetzt mal killen hier. Ich glaube, kommen wir schon rein, deswegen sind wir die hier draußen. Drin den Typen. Ja. Wieder Kasper.
nur Angst, jetzt den Typen da, bloß Angst, dass, wenn ich das jetzt, guck mal, da kommt, er schießt er von oben nämlich. Das ist, wo ich am meisten Angst vor habe. Guck mal, deswegen. Was? Mann! Hase hier. So. Da oben holen wir uns auch noch. So. Fällt mir gerade ein, dass ich gar keine menschliche Gestalt habe, um den Spinner zu beschwören. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg nochmal zurücklaufen und uns menschlich machen und dann die ganzen Leute nochmal killen. Okay, dann probieren wir es noch einmal selber. Weil dann können wir auch dann zurücklaufen. Warte mal, das müssen wir einsammeln, das lassen wir nicht liegen da. Und das ist ja dann auch egal, wen wir killen. Gut, probieren wir es noch einmal selber und dann machen wir menschliche Gestalt und den ganzen Kram nochmal und probieren es dann. Das wird eine verdammt lange Folge. Ich hoffe, ihr haltet es aus. Bin gespannt. So. Hat er mich echt noch erwischt mit dem Blitz? Das hab ich gedacht. Boah. Okay, jetzt reicht's. Kurz hier. Springen. Der Dicke ist einfacher zu killen. Bin ich sicher? Das auch weiß. Alter. Kann ich so schafft meine Ausdauer regenerieren, die zuhauen. Das macht Unsinn, sich nur auf einen zu konzentrieren, denn... Und der kriegt dann nachher eh wieder volle Energie, egal welcher. Mann. Ja, war klar, dass man da nicht drauf.
hier in der Ecke ist? Echt? Hier auch gar nichts. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Alter Schwede. Mann! So. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Können wir wegklicken da? Ne, kann man nicht. Mächtig, ne? Das muss man leider sagen. Nein, ich muss. Ah, ich muss. Mal dran. Alter Schwede. Ich glaub, der ist komplett weg, ne? Wie komme ich an die ran? Oh Mann. War das Schild ins Weg? Ich hab ihn einmal getroffen. Yeah! Alter! Ja, durch diese Felsblöcke kann er nicht den Blitz schießen, kann das sein? Das ganz gut zu. Ich muss trotzdem irgendwie rankommen. Mann, ich sehe überhaupt nichts, wenn der da jedes Mal seinen Wind macht da. Okay. Gehen wir sind zu ihm hin. Das ist nichts. Rum. Ich will nicht, dass ich mal rumkomme. Weg, Mann.
Okay, wir können uns einmal kurz heilen. Unpraktisch hier. Ist aber auch schnell, der Typ. So. Die Blitze sind saugefährlich. Das Ding ist auch mega gefährlich, wenn ihr die macht. Okay. Oh Mann. Shit. Aber eigentlich, glaube ich, könnte ich den hinbekommen. Habe ich ja schon sehr viel Energie weggenommen. Glaube, es ist machbar. Wie man gesehen hat. Ein bisschen Ehrgeiz gepackt, den auch so zu schaffen. Ich darf bloß nicht so viel Leben verlieren. Aber, ist aber noch was anderes. Sag. Menschlichkeit hier. Gut. Was soll ich machen? Wir probieren es doch nochmal alleine. War. Hier. Doppel Mensch. Und. Wir fachen das mal. Bei 20 Flaschen haben. Und dann versuchen wir es nochmal. Okay. Gut. Los geht's. Das ist machbar. Das ist machbar. Ja, ganz sicher. Ich könnte auch ohne mein Schild kämpfen, doppelt. Dann würde ich natürlich mehr Schaden machen, aber das Problem ist, dass einfach echt schwierig ist, wenn man nichts blockt da, glaube ich. So. Da wir jetzt ja aber gar nicht den Typen rufen wollen gleich, können wir ja auch direkt einrennen. Müssen wir nicht wieder uns mit den ganzen Leuten rumärgern. Das ist ja wunderbar. Jetzt müssen wir schneller gehen, das Ganze. Von der Seite darüber springen? Nee, nicht. Wenn ich mal ausprobiere, dann müsst ihr nicht mal außen rumrennen, aber das hört nicht. Weit die Treppe. So. So, jetzt gibt es noch einen kleinen Kampf, glaube ich. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt. Wäre eigentlich ganz guter Dinge. Denn. Hat ihn ja schon recht weit unten. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwas anderes macht, aber bis dahin lief es ja eigentlich ganz gut. Nein. Hoch. So, ihr beiden Spinner, jetzt seid ihr dran. Hoffe ich zumindest. Okay. Gleich mal erwischt der Assi. Ah, verdammt.
Okay. Oh, du fetter Koloss. Guck mal, wir haben. Der ist natürlich dumm. Oh, das ist noch dümmer. Oh, das war richtig bescheuert. Aufpassen hier. Oh, das Schild ist mir hier komplett aufgeschmissen. Oh, tatsächlich, man ist ohne Schild hier komplett aufgeschmissen. Okay, ist er dumm? Komm schon, jetzt lass mich nicht hier in der Ecke hängen. Okay, Gott. Klappt nochmal. Das ist halt mal noch schwierig, hier so einen Fokus zu halten. Mann! Gib mir echt auf den Sack. Boah, da habe ich nur Glück gehabt, dass ich das Ding blocken konnte. Oh, alter Schwede. Oh, nee, komm. Was? So. Und so geht's auch gar nicht gut hier. Jetzt. Warum kommt er von der Seite, ey? Das ist doch. Mal diese Zwischensequenz auch weg. Okay. Ach man. Oh, es ist in der Ernst. Das war doch behindert. Das war ich so. Das war so bescheuert. So Leute, das war's für heute. Nochmal gehe ich jetzt nicht rein, das mache ich beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann, tschüss.